Aber wie findest du das neue Auto? Sehr geil, sehr geil. Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Vlog-Folge. Sie startet traurig, ja, auch wenn man diese geilen Autos hier sieht. Trotzdem habe ich mir überlegt, wir starten sie mit einem Abschied. Mit einem Abschied von meinem geliebten Aventador SV, der jetzt hier steht. Und was wird in der Vlog-Folge passieren? Wir werden uns ein neues Auto holen für Deutschland, wenn wir in Deutschland sind, weil wir einfach gemerkt haben, dass es viel zu teuer ist, uns immer Leihwagen zu nehmen. Wir haben jetzt ungelogen, seit Anfang des Jahres bis jetzt, Ende August, haben wir knapp 15.000, wenn nicht sogar mehr, in Leihwagen gesteckt. Warum? Weil der Leihwagen, der Verleiher, immer wieder auf die Idee gekommen ist, uns irgendwelche Schäden an den Autos anzurechnen. Ja, wir hätten natürlich auch Vollkasko nehmen können und so, aber wir halt immer sehr, sehr vorsichtig mit Autos umgehen. Siehe hier, haben wir das halt nie für nötig gehalten und jetzt sind wir halt da, wo wir gesagt haben, komm, so viel Geld haben wir ausgegeben, dann macht es auch Sinn, ein neues Auto zu holen. Und das ist das Hauptthema des Vlogs heute, aber vielmehr möchte ich jetzt kurz gerne noch einmal meinem kleinen Flitzer die letzten Minuten gönnen und ich werde euch dann auf jeden Fall auch noch erzählen, warum ich ihn jetzt abgegeben habe. Ja, aber lass uns noch mal kurz ein bisschen rumgehen und die kurzen Sekunden genießen. Ganz kurz an alle Leute, die dieses Auto nicht kennen, der Aventador SV ist ein auf 600 Stück limitierter Aventador. Das seht ihr hier. Ja, das ist einer von 600. Hat eine Speziallackierung mit diesem Gelb, das glitzert. Er ist richtig, richtig geil. Ich habe ihn immer sehr gepflegt, hat ihn aber jetzt insgesamt knapp ein Jahr. Und, nee, mehr als ein Jahr. Mehr als ein Jahr. Ja, ich liebe ihn sehr. Das seht ihr hier auch nochmal. Drin, guck mal, seht ihr das Glitzern jetzt? Wunderschön, wunderschön. Drin sieht er so aus. Auch Besonderheit, dass er halt überall Carbon hat. Er hat hier die komplette Tür in Carbon. Und auch hier alles Carbon. Sitz ist in Carbon. Sieht schon geil aus, ne? Hier die Klappensteuerung. Dass er auch wirklich den Sound hat, den ein Aventador verdient hat. Ja, aber alles Serie. Einfach nur, dass die Klappe auf ist. Sieht cool aus, oder? Hier immer auf und zu machen. Ja, greifst du rein, ziehst du hoch. Und zwar machst du das hier rüber, ziehst du hier runter, machst es hoch und dann geht die Tür auf und dann ziehst du es einfach hier hoch oder wieder runter. Das Zumachen ist so ein bisschen tricky. Ich habe ihn dann immer, weil du hast halt keine Stelle, wo du das Ding irgendwie zumachen kannst, dass ich halt bloß keine Fingertapsen habe, habe ich ihn dann immer so zugemacht. Hinten schöner V12 mit 750 PS. Und jetzt kann ich euch hier schon mal ein bisschen was verraten. Ich möchte mich ja immer so ein bisschen steigern. Und deswegen, das neue Auto wird mehr als 750 PS haben. Deutlich mehr. Und da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Aber es wird eine Familienkarre sein. Aber nein, es wird kein Urus sein. Kein Lamborghini und was auch immer, sondern alles ein bisschen kleiner. Er steht jetzt hier seit Dezember letzten Jahres. Jetzt ist es ja Ende August und habe ihn hier hingestellt, weil ich ihn auch gekauft habe. Haben ganz gut auf ihn aufgepasst, haben ihn gepflegt, haben ihn geladen, haben ihn bewegt, nach vorne und hinten geschoben, so dass ich ihn halt dann auch abholen kann, wenn ich ihn wieder möchte. Dass ich ihn nach Dubai nehme, war für mich auch komplett ausgeschlossen. Möchte ich nicht, weil ich einfach die Wirkung dieses Autos in Dubai nicht sehe. Vor allem die Straßen sind dort auch nicht gut und kannst nicht schnell fahren. Also wenn wir die einzige Option gewesen, das in Deutschland zu fahren. Aber dafür sind wir mittlerweile einfach viel, viel, viel zu selten hier. Und dafür ist es einfach wirklich zu schade, so ein mieses, geiles Traumauto rumstehen zu haben. Also wer von euch jetzt was ganz Spezielles erwartet, den muss ich enttäuschen. Es ist aber etwas, was ich sehr geil finde. Denise wollte ihn immer schon haben. Und er ist ein Dampfhammer. Lasst euch überraschen. Da ich das Ganze ja auch bei Instagram geteilt habe, waren schon viele Fragen. Markus, was kaufst du jetzt für ein Auto und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt auch relativ früh im Vlog schon mal andeuten. Es wird ein amerikanisches Auto sein. Ja, ich stehe total auf amerikanische Autos, deswegen werde ich in die Richtung gehen. Und also jetzt nicht irgendwas Oberkrasses erwarten, aber es ist trotzdem eine Sache. Ich war gerade bei einer Versicherung
und ich kriege keine Versicherung aktuell, wo ich dieses Auto versichere. Alle sagen, nein, das Auto ist zu speziell, wir haben das bei uns nicht im System, hat viel zu viel PS und so weiter, tut mir leid, oder tut uns leid, können wir nicht machen, ansonsten müssen wir es zum Höchstsatz überhaupt versichern, was natürlich keinen Sinn macht. Und es ist jetzt gerade Freitag, Montag ist noch eine Versicherungsgesellschaft, wie die sich nennen, die auch, extra auf US-Cars spezialisiert sind. Dort werde ich es dann versuchen. Die wurden mir auch empfohlen, aber die hatten heute am Freitag haben die zu. Deswegen habe ich es woanders probiert. Aber, weil das ein bisschen dringend, wir wollen nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag spätestens das Auto abholen. Nehmen wir euch natürlich mit. Und ja, deswegen, heute sollte es mit Kurierdienst die ganzen Unterlagen zum Zulassungsdienst geschickt werden. Da ich jetzt keine EVB-Nummer habe zur Zulassung, schicken sie es trotzdem schon hin, ja, aus München nach Salzgitter zur Zulassung. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich Montag ganz früh eine EVB-Nummer von diesem amerikanischen Autoversicherer, also Versicherer für amerikanische Autos, die EVB-Nummer bekomme, dass ich das zum Zulassungsservice schicke, dass sie das dann schnell zulassen, dass dann die Sachen auch wieder sehr zügig dann in München zurück sind, dass wir dann auch hindüsen können und dann endlich den Leihwagen hier abgeben können. Ja, jetzt nicht schlecht, aber natürlich entgegen dem, was kommt, nicht so cool. So, schönen guten Tag aus der Brezelstadt. Was, aus der was? Ja, das ist eine Brezel. Da. Aus der Brezel, wir sind in der Brezelstadt. Wir sind angekommen in München. Schon gestern. Gestern, jetzt haben wir geschlafen, es ist ein bisschen Jugendherberge-Style hier, ne? Ja, aber wir haben ein Wolkenbett. Hat dein Wolkenbett. Ach du? Nee. Ah, nee. Oh, was? Ui. Ja, wir sind endlich angekommen, eine Woche später, als wir eigentlich wollten. Das ganze Thema mit dem Auto, das, als hätte es nicht sein sollen. Ja, Leute, also ganz kurz zusammengefasst, wir fahren jetzt gleich zu Geiger Cars und dann werden wir das Auto holen. Ich freue mich schon richtig drauf, dann geht es weiter nach Liechtenstein. Dann können wir das Auto gleich ein bisschen testen, obwohl man da ja nicht so schnell fahren darf. Aber ganz kurz zusammengefasst, also eigentlich sollten wir das letzte Woche Freitag abholen, aber da hat die Zulassungsstelle gesagt, ja, wir sind unterbesetzt, wir haben nicht ganz so viel Zeit und deswegen wird es vermutlich bis nächste Woche dauern. Also hat das Ganze sich um eine Woche weiter verschoben. Und dann gab es Probleme mit der Versicherung. Die Versicherung meinte, ja, nee, sie leben ja im Ausland, deswegen funktioniert das Ganze nicht. Obwohl sie mir vorher gesagt haben, ja, gar kein Problem. Was war noch? Genau, und dann mussten wir das Auto jetzt nicht mehr auf mich zulassen, sondern wir haben es jetzt auf die Schwiegermama zugelassen, weil sie in Deutschland lebt. Und das war die einzige Option. Katastrophe, es gibt keine einzige Versicherung in Deutschland, die jemanden versichert, der nicht in Deutschland lebt, auch wenn wir einen Bevollmächtigten in Deutschland hätten. Du musst ja nicht in Deutschland leben, aber du brauchst eine deutsche Mailadresse. Also ja, oder Mailadresse. Haben wir natürlich alles nicht und deswegen haben wir das jetzt auf die Schwiegermama zugelassen. Katastrophe. Mama, herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Und ja, und dann gestern, dann wollten sie es dann, genau, das Highlight war ja, ich meinte, dann gebt bitte das Kennzeichen SZMD27, nehmen wir ja, wie immer schon, dann können sie das bitte auch trotzdem weiterhin verwenden. Ja, nee, aber das Kennzeichen ist auf sie, sie reserviert, deswegen dürfen wir das nicht ihrer Schwiegermutter geben. Da hab ich so, ich sage gerade, sie können das gerne meiner Schwiegermutter geben. Nee, da müssen sie uns jetzt eine Abtretungserklärung ausfüllen, dass sie das Kennzeichen abtreten an ihre Schwiegermutter. Ich dachte, hä? Okay, auch das noch gemacht und das noch gemacht. Dann sind wir gestern Nachmittag gegen was? 16:30 hingefahren, haben es abgeholt. Danach sind wir dann nach München gefahren, waren um 22:30 hier. Ja, dann kam ich beim Straßenverkehrsamt an und wollte meine Sachen abholen. Und dann meinte so ein jüngerer Typ gleich, ach, Sie sind der Dubai-Typ. Ich so, okay, warum? Ja, der Dubai-Typ, was meinen Sie da jetzt mit? Achso, nee, das, sind Sie jetzt bei uns hier bekannt, bla bla bla, keine Ahnung. Dann meinte, oh ja, Entschuldigung, dass mir das so rausgerutscht, wollte ich gar nicht. Ja, ja, okay, wir Dubai-Typen werden also dann direkt abgestempelt. So, genug gelabert, jetzt geht es los. We'll be right back.
den kennt er hier auch. Nur, dass wir ihn in Dubai mit schwarzen Kühlergrill haben. Wir haben ihn auch, ja genau, schwarzer Kühlergrill, schwarzes Emblem, schwarze Felgen hat er hier nicht. Aber sieht trotzdem wunderschön aus. Aber nicht so ganz so schön wie der hier. Und? Was sagst du zum Auto? Gut. Gut. Ich glaube, du wirst erst geil sagen, wenn wir mitgefahren sind. Aber ich hab's ja jetzt erst von außen gesehen, um ein ganz bisschen von innen durch die Scheibe. Ach, diese Frauen. Ja, und wie war von der Lautstärke? Leiser, auf jeden Fall ein bisschen als Lampe. War leiser als der Jeep und als Lampe. Hilfe! So, kurz vorgefahren, wir wollen jetzt das Auto umladen. Und Frau Schulz? Ich wollte eigentlich eine richtig coole Story machen, aber du musst ja wieder davon fahren. Ja, wusste ich ja nicht. Ja. Und war laut? Ja. Was? Und war laut? Ja, ich muss jetzt erstmal das Auto aufmachen. Okay, so. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Ist noch nicht final laut. Der Kompressor hat sich schon mal richtig fett angehört. Aber... Oder? Was denn? Ganz cool, oder? Ja, nee, finde ich nicht so. Nee, dann gebe ich ihn gleich wieder zurück. Okay. Oder vielleicht gebe ich auch dich zurück. Und bald das Auto. Das geht nach 16 Jahren nicht mehr. Ah, Mist, okay. Da hast du deine Kassenzelle verloren. So, einräumen. Fast fertig. Und dann geht's los. Aber der Kofferraum ist auf jeden Fall riesig. Kofferraum easy reingepackt. Buggy. Und so weiter. So. Ein paar Kleinigkeiten noch, dann geht's los. Was ist denn los? Im Kofferraum? Ja. Du auch? Nein. So, ob der noch reinpasst? Nee, ja. So, die Mädels freuen sich schon mal, noch auf dem Weg zu Denise den Leihwagen wegzubringen. Er hat übrigens 231 Kilometer auf dem Tacho. Warum? Weil er war schön auf dem Prüfstand und wurde dort schon richtig gefordert, weil da ein bisschen mehr drunter schlummert. Oder? Hallo? Hallo! Ich sehe euch nicht. Mich siehst du. Hallo! Na, war das cool gerade? Oh, ich wollte so dolle lachen. Kannst du gleich nochmal ja. So, wir wollten jetzt eigentlich wieder nach Norddeutschland fahren, aber wir werden jetzt nochmal nach München müssen und nochmal zu Geigerkass fahren. Und zwar, so tief ist er vorne. Und so tief ist er hinten und er schrappt hinten leider dran. Ich habe schon mit Geiger gesprochen. Das ist so? Ja. Und bei Geigerkass ja, sagen sie, die Feder hat wohl mehr nachgegeben, als sie eigentlich dachten. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal zur Geigerkass fahren, dass sie die Feder nochmal korrigieren. Und was sagt Denise vorne angepackt? Ja, so passt das, ne? Ja, auf jeden Fall. Schöner Schlüssel. Los geht's. Ja. Jetzt hinfahren, jetzt ist Sonntag, morgen um 8 Uhr werde ich hinfahren, aber melde ich mich später nochmal bei euch zu. Guck mal, schön die Frau machen lassen, ne? Schatz, los, mach mal richtig. Wie immer. Wie immer? Okay. So, dann setze ich mich schon mal rein, oder? So, ihr Lieben, es ist eine lange Zeit vergangen. Wir sind schon lange zurück in Dubai. Wir sind schon fast wieder gefühlt auf dem Weg zurück nach Deutschland. Dieses Auto kennt ihr? Ja, habt ihr ganz am Anfang des Vlogs gesehen? Stand bei Geiger. Nein, es ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber das ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade in dem Vlog hier erzählt hatte, auf jeden Fall was in den Stories, dass es ein sehr geiler Zufall war, dass das Auto genau neben unserem neuen stand. Und ja, ich wollte jetzt einfach noch kurz das Fazit abgeben zu dem neuen Auto. Also ich bin sehr begeistert davon, so wie alle. Es sind ein paar Sachen, die mir fehlen, ja, wo ich nicht dachte, dass die heute in so einem Auto noch fehlen. Und zwar Beispiel ist, dass er keine Frontpieper hat. Wo ich denke, warum hat er keine Frontpieper? Aber das haben diese ganzen Hellcats halt einfach nicht. Und deswegen, aber im Großen und Ganzen, sehr, sehr geiles Auto. Ich finde geil, dass er so viel PS hat. Da stehe ich halt voll drauf. Ist ein guter Ersatz, sage ich mal, für meinen Aventador. Problem bei dem Wagen ist nur, dass er nur Heckantrieb hat. Das bedeutet, dieser 840 PS, wie viel er hat, kriegt er nur schwer auf die Straße.
Ist halt einfach so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Hunger bekommen, ob ich mir nicht in Dubai auch ein neues Auto hole. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Lambo, vielleicht ein Aston Martin. I don't know, werden wir sehen. Werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Denise ist da gerade draußen im Pool. Ich bin schon fertig, gehe jetzt an die Arbeit und schließe damit jetzt den Vlog ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht so viele Einblicke in das Auto gab. Weiß gar nicht, haben irgendwie viel vergessen, es aufzunehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was euch noch interessieren würde, ob ihr vielleicht weiter da irgendwie auf dem Laufenden gehalten werden wollt, auch zum Thema neues Auto oder wie auch immer. Ja, dafür ist der Kanal hier da, zum Thema einfach mal zeigen, was wir so machen. Für alle Leute, die es interessiert, und da ist es völlig egal, was es dann am Ende ist. Auf jeden Fall wollen wir auch noch eine Roomtour von unserem Häuschen hier machen. Haben wir noch nicht gemacht, haben viele danach gefragt. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Mach's gut und dann bis zum nächsten Mal im Namen der ganzen Schulz-Familie. Ciao. Papi, wie findest du das neue Auto? Sehr geil, sehr geil. Aber wie du Papi ja kennst, kann ich ja nicht so lassen, wie es ist. Deswegen habe ich ihn ja noch umgebaut. Und jetzt ist er richtig geil. Also nicht wie die normalen. Nee, normal mag ich da nicht, weißt du doch. Ja. Und deswegen ist er jetzt nochmal richtig schnell.